Los geht die Reise. Weiter geht die Reise. Auf der anderen Karte steht übrigens ein Anhänger. Ein großer Anhänger, da sind Sachen oben, da müssen wir uns nochmal anschauen. Vielleicht können wir den gleich verwenden irgendwie. Okay. In der Stadt. Mit dazu gesetzt. Also den schaffe ich glaube ich nicht mit dem Truck. Der ganz linke, den schaffe ich nicht. Oh shit. Oh shit. Ich dachte, da ist das so. Hä? Aber da ist auch was so gesickt. Oder was verstehe ich da jetzt nicht? Was willst du? Achso, und ich muss in die Logistikzentrale. Okay. Das ist natürlich ein Unterschied. Nein, du bist Logistikzentrum. Ich bin Zentrum, ja. Und ich muss genau auf die andere Seite und da ist die Zentrale. Und da drunter ist dann der Turm, wo ich nicht hinkomme. Okay. Pass auf, ich muss jetzt nur in die Werkstatt darüber fahren. Mhm. Ich muss mir einen anderen Aufbau holen, weil die Ersatzteile kriege ich hier auch. Sehe ich gerade. Komm, braucht man dann Scout unbedingt für den Turm? Braucht man einen Scout? Ich glaube nicht, es ist viel Wasser. Dann am Schluss. Okay, dann schauen wir mal. Ich würde jetzt mit dem Zwacker mal das gleich abliefern. Jetzt hat es fast bunt gemacht. Was hast du nur da oben? Stahl. Oben habe ich gar nichts. Oh, Stahl. Achso, ja. Ja, am LKW. Habe ich es mit meinem Netz gefahren oder was? Nein, aber ich bin vorbeigefahren. Stahl, ja. Ich habe mir für meine Videos das extra eine Festplatte sogar gekauft, dass nicht so viel Speicherplatz auf meinem PC verbraucht. 44 Giga ist abartig. Man muss jetzt schauen, wie viel er dann hat. Aber wenn ich jetzt niedriger die Qualität stellen würde, dann merkt man schon, dass es wieder leicht verpixelt ist. Teilweise. Natürlich nicht so krass, aber. Braucht ja urlange dann. Ja, Hochland braucht dann wirklich lange. Ich habe jetzt für neun Videos ewig gebraucht. Mhm. Aber ja, man dachte, wenn ich jetzt schon mache, dann mache ich es ordentlich. Echt gute Qualität, wenn ich so voll auf YouTube gehe jetzt. Was mir streamen, ich weiß nicht. Also wenn es jetzt nicht passt mit der Qualität, dann bin ich ein bisschen planlos jetzt. Dann entweder ist das Internet zu. Wie gesagt, so hat es eigentlich, glaube ich, gepasst. Es war halt dunkel. Da konnte ich nicht sehen, ist ja, das wegen der Dunkelheit oder... Vielleicht kannst du dann morgen nochmal reinschauen. Jetzt war es zwischendurch ein bisschen hell. Gut, du hast doch nur 3 Minuten gemacht gehabt. Ja, ich muss sagen, jetzt ist es ein bisschen heller. Zwischendurch ja. Dann. So, dann werden wir uns am Weg zeichnen. Komme ich da
wo du gerade runtergefahren bist, zwischen den Steinen, ja, mit dem LKW und einem Anhänger runter? Knapp. Das könnte knapp werden. Was du wie das Spiel auch heißt? Auf Russisch? Ist noch einer? Nein. Nee, du bist genau fahren. So, okay, dann heißt geradeaus bei der Farm. Ich sag links halten, das schaffe ich auch. Holzstation muss ich dann wahrscheinlich. Ich bin ein Trottel, ich habe die falsche Mission die ganze Zeit ausgewählt, oder? Nein, ich habe nur falsch aufgeladen, okay. Okay, aber ich mache das jetzt trotzdem, weil das ist, bin ich ein bisschen... Wow! Fuck. Jetzt leg ich am Parkweg. Autonome Winde. Kennst du? Habe ich gehört, dass die gut sein soll. Aber du hast die bekommen. Mal schauen, ob ich mir die leisten kann, Alter. Winden sind urteuer für mich. Also, im Endeffekt ist eh nicht so teuer, weil... Wie viel Geld hast denn du momentan? Ich glaube 27.000 oder so. Okay, ich habe 31.000. 9.400 kostet die. Das geht eigentlich. Gönne ich mir. Ich glaube, das ist für ein LKW aber so teuer dann. Irgendwo war die 20.000, habe ich gesehen. Echt? Ja. Ich glaube, die war dann beim LKW so teuer. Du machst die Materialbestellung, oder? Ja. Also irgendwann, wenn ich da mal wieder dazukomme. Die Betonplatte hast du jetzt nicht? Nein, die muss ich hier holen. Die muss ich hier irgendwo holen. Muss man die wie ich hier holen dann? Ja. Die kann man nicht dann quasi. Laut ihm ja. Aber warum? Das macht ja überhaupt keinen Sinn, finde ich. Aber vielleicht war das der Grund, warum das eine Mal die Stahlplatten da nicht funktionieren haben? Vielleicht. Ich möchte das nur kurz testen. Ich bin jetzt ein bisschen skeptisch. Wenn ich jetzt gehe, da. Das ist Materialbestellung. Oh, ja, da. Nicht geschaut jetzt. Das ist halt auch irgendwie fies, finde ich. Jo. Jetzt probiere ich ihn mal aus. Weil er sagte ja gar nicht, dass es von dort drüben holen muss, oder? Nein. Achso, oder warte, wenn ich auf die Karte gehe. Oh ja, das sagt das mal. Ah, okay. Aber das sagt dann auch, dass ich die Stahlträger quasi von hier holen müsste. Okay. So gesehen. Weil wenn du ja draufklickst auf das Material, dann fahrt er ja dorthin, wo du es holst. Mhm. Mach ich das auf der ersten Karte, zeigt er mir gar nichts an. Mach ich das auf der Karte, führt er mich dorthin. Naja, auf der ersten Karte hat er ja ausgewählt die Lager von uns. Also auf der ersten Karte, oder? Die hat er ausgewählt.
wo ich es abholen kann. Aber da komme ich nicht hin. Weil wenn, normal, wenn du da drauf klickst, fühlt er dich, weiß nicht, zur Fabrik oder... Mhm. Und das macht er nicht. Aber wenn ich hier auf der Karte drauf drücke, schon. Allerdings, wenn ich auf der anderen Karte bin, bei den Stahlträger zeigt er mal an, quasi, das Missionszeichen. Okay. Also, ganz blicke ich da jetzt nicht durch. So. Ich mache aber jetzt... Genau das mache ich jetzt. Geh mal an die Reise. Zur Logistikzentrale. Das war auch ein Scheißweg immer drauf hin. Ich muss ans Logistikzentrum liefern. Ja, ich auch. Zentrale meinst du jetzt? Wo ist Zentrum? Zentrum. Zentrum ist ja gleich da. Das ist gleich in der Werkstatt. Ja, Alter. Weil er das abgeknickt hat gleich. So, das ist der Klings halten. Ganz links beim Zaun oder schon in Gatschfahren? Zwischen Zaun, zwischen, also ganz, ganz okay. Nah am Zaun vorbei. Ja gut, dann werde ich jetzt schon fast. Aber noch links beim Zaun, nicht in ja, im Feld. Aber gut, ich bin jetzt durchs Wasser gefahren. Da wo die Steine liegen quasi. Okay. Ja, das passt eh. Aber dort den Zaun entlang. Ja, aber ich bin jetzt. Ich dachte du. Die Gatschlacke links entlang. Links. Ah, okay. Bei der Baumreihe quasi rechts vorbei, nicht links. Der Zaun muss links sein bei dir. Gleich links, so dass quasi fast schon ansteuert. Aber es ging. Muss ich das wirklich hochkommen? Ja. Aber das auf den Grünter. Ich habe übrigens über den Supermars gegoogelt. Ja? Also das mit der Wildsau war alte Alpha, also Alpha 20. Alpha 21 ist er in hochrangigen Gebäude. Meistens gibt es so ein Rätsel darüber mit Feuer oder so, wie wir schon mal hatten. Wo du die Gasrohre abdrehen musst. Ja. Aber manchmal ist er auch, das sind wie Glas, so wie ich das ist, weil Englisch, ich bin nicht so gut in Englisch. So, es sind so Glas-Schauräume quasi, wo Pflanzen drinnen sind. Mhm. Wahrscheinlich Maispflanzen oder schaut aus wie. Einen Samen oder so und daraus kriegst du dann super, das ist dann quasi Supermais.
Also so wie okay, ich das verstehe quasi, ist es so wie in einer Fabrik, weißt du, so ein geheimer Mais. Aber es ist nicht so einfach zu finden, weil die darüber geschrieben haben. Der eine war schon Level 70 und hat schon 130 Tage überlebt und hat noch immer keinen Super Mais, weil der hat gefragt. Okay. Und einer hat geantwortet, er hat gesagt, er hat den auch erst bei Tag 200 irgendwas gefunden. Wow. Da heißt es Geduld. Ja. Und Augen auf. Und mein Scout ist echt zum Scheißen. Ja, könntest du jetzt eh schon langsam einen neuen holen, oder? Geil, hast du eh gespart? Ich komm da nicht durch. Wenn es ein bisschen höher ist, der Schlamm oder so? Oder das Wasser? Mhm. Ich liege auf. Jetzt hab ich halt die scheiß Winde drauf gemacht. Da kannst du wieder runter. Ich glaub sogar, dass das mitzählt am Verkauf. Der Wert steigt. Okay. Ich hoffe, man tragt da, Alter. Hätte ich da echt drauf gehört, Mann? Oh ja. 22.900, ich glaube ja, das zählt dazu. Was ist denn das für ein scheiß Weg dann, oder? Ich darf nur umdrehen. So, Scouts. Scheiß mich an, der Traktor zählt wirklich zu Scouts. Ja, es gibt andere, das zählt zu Scouts, ja. Bist du bei der Ford Bronco, oder? Boah, da würde ich mir gerne holen. Ja, ich hab dann eigentlich nur mehr. Ich habe so nach echten Marken halt gesucht. Ich habe einen Ford Bronco zum Beispiel oder einen Suzuki. Meine G-Klasse, logisch, Mercedes. Welchen hast du genommen? Ich habe Mercedes G-Klasse, aber der heißt nicht Mercedes G-Klasse, der heißt nur anders. Aber es ist eine Mercedes G-Klasse quasi vom Aussehen her. Mod Scout Name. Ich kann das jetzt nicht sagen. Garage steht. Leistungsgewicht S plus, Haltbarkeit A plus, Spritpunkt plus C plus. Aber es gibt ein paar coole Scouts, die ich dann mal so zum Spaß auch. Hammer gibt's auch. Mhm. Ich habe auch einen Quad, glaube ich. Ja, habe ich gesehen.